Kapitel 11. Die Krieger der Nacht. Fandas Sicht. Ich tue dir einen Gefallen und tue, was du schon längst hättest selber tun sollen. Ich beende deine jämmerliche Existenz. Spukbälle begannen, um das Schatten-Pokémon zu kreisen. Die Atmosphäre strahlte Dunkelheit aus. Meine entscheidende Schlacht war gekommen. Meine Rolle in diesem Finale war nicht die Vernichtung des Dämons, sondern meine lang ersehnte Rache. Entweder dies oder der Tod. Doch im Angesicht des Anführers der Sklaven war Zweiteres keine Option. Sekunden nach ihrer Beschwörung schoss Darkrai die Spukbälle auf mich los. Da ich viele seiner Tricks kannte, war es nicht schwer vorherzusehen, wie er angreifen würde und selbst zuzuschlagen. Aber wie bereits erwartet, verschwand Darkrai im Nichts, als ich versuchte, ihn zu treffen. Ausweichen war seine größte Stärke, doch ihr Grund war seine größte Schwäche. Darkrais Panzerung war schlicht nicht vorhanden. Ein einziger guter Treffer würde ihn vernichten. Nur dazu musste ich ihn erst treffen. Die meisten meiner Angriffe funktionierten nur im Nahkampf und diejenigen mit höherer Reichweite waren Darkrai im Gedächtnis eingebrannt. Diese Schlacht wäre eine Prüfung der Ausdauer. Ich musste nur einen Fehler bestrafen, doch zunächst musste er einen machen. Hinter meinem Rücken tauchte er auf, als er versuchte, mit Dunkelklaue zu treffen, bevor er wieder verschwand. Du weißt, dass du uns beiden hier einiges ersparen könntest. Du weißt selber, dass du heute sterben wirst. Du hast keine Chance gegen mich. Doch, die habe ich. Und du bist schuld daran. Du machtest mich zu dem, der ich bin. Du hast mich trainiert. Während er eine Finsteraura feuerte, antwortete er: Ich habe dich einst trainiert, da ich dich brauchte. Du warst für mich nie mehr als ein Werkzeug. Und jedes Werkzeug bricht eines Tages. Und heute wirst du brechen. Ich wich ihm weiterhin aus. Ich wusste, ein Treffer würde nicht nur ihm enorm schaden, sondern auch mir. Vor allem würde die Albtraumenergie beginnen zu wirken. Sie würde eine tickende Zeitbombe aus mir machen in diesem Kampf, da sie mich weiter und weiter schädigen würde, bis ich am Ende war. Und so wich ich weiter aus. Wieso versuchst du es überhaupt? Siehst du denn die Wahrheit nicht? Du wirst nicht wieder davonkommen, Darkrai. Ich werde mich selber und meine Freunde rächen. Darkrai stöhnte. Du lernst es nie, oder? Jeder, dem du einst vertrautest, verriet dich. Ich, deine Eltern, es die. Und mehr können es mangels Freunde bei dir auch nicht sein. Und nun wagst du es mir zu sagen, dass du für deine Freunde kämpfst. Du wirst wieder gebrochen werden, so wie es immer war. Darkrai versuchte, meinen Willen zu brechen, indem er alte Wunden erneut aufriss. Doch ich wusste, dass er mich nur manipulieren wollte. Meine jetzigen, meine wahren Freunde würden mich niemals verraten. Even war einfach zu freundlich, um zu so etwas überhaupt in der Lage zu sein, und Fate, sie war mehr als nur eine Freundin. Und ich wusste, dass sie diese Gefühle erwiderte, auch wenn wir im Moment getrennt waren, im Namen der gesamten Welt. Darkrai würde mich nicht wieder zerstören. Und so kämpfte ich weiter. Warum tust du all das hier überhaupt? Du wurdest nicht verletzt wie die anderen Sklaven. Du hast keinen Grund und keine Ahnung. Glaubst du wahrlich, den Dämon kontrollieren zu können? Wie närrisch sehe ich aus? Ich will ihn gar nicht kontrollieren. Für einen Sekundenbruchteil war ich zu überrascht, um zu reagieren. Mein Nemesis nutzte die Situation aus und zerfetzte meine Seite mit einer Dunkelklaue. Ich blieb standhaft, auch wenn ich genau spürte, wie die Albtraumenergie nun begann, mich von innen zu bekämpfen. Du bist wie sie alle. Ich musste diese Narren nur überzeugen, daran zu glauben. Meinst du? Natürlich. Du warst nicht mein einziges Werkzeug in dieser Geschichte. Jeder einzelne von ihnen, vom Schergen bis zum General, ist nur ein Instrument meiner Macht. Du verrätst wirklich wieder. Das ist dein einziges Talent, oder? Selbst die, die dir am treuesten dienen. Du bist der Letzte, der sich beschweren sollte. Ich brauche deine Armee. Wenn der Dämon wieder vollständig ist,
wird er diesen gesamten Weltenbaum zerbersten lassen und all diese Narren mit ihm. Du bist krank. Dreckig grinste der Albtraumkönig mich an. Vielen Dank. Diese Sekunde der Achtlosigkeit war alles, was ich brauchte. Als er es nicht erwartete, traf ihn mein Donnerblitz. Er fiel sofort zu Boden und Blut breitete sich unter seinem Körper aus. Ich habe es geschafft. Siehst du es nun? Du hast mich trainiert und damit dein eigenes Grab geschaufelt. Mögest du nie wieder das Licht erblicken. Trotz des Sieges spürte ich, wie die Albträume mich von innen verzerrten. Ich würde Fate nicht mehr helfen können, doch ich hatte meine Arbeit erledigt. Ein letzter Blick auf den Leichnam des Schattens, bevor ich ging. Zumindest wünschte ich mir das. Doch als ich gehen wollte, erschallte eine Stimme, welche ich sofort erkannte. Du wagst es, mich anzugreifen, du räudiger Narr, du naiver Idiot, du nutzloser Haufen Scheiße! Der Albtraumkönig, den ich bereits tot geglaubt hatte, stieg erneut empor. An seinem Bauch klaffte eine riesige Wunde. Doch er lebte wider meine Erwartungen. Niemals wirst du deinen Meister töten. Akzeptiere dein Versagen. Aber ich muss dir wohl gratulieren. Er wirkte auf einmal viel ruhiger, als er sprach, während er sich mit einer Hand seine Wunde hielt. Erneut grinste er teuflisch. Du hast es wirklich geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dies je nutzen zu müssen. Eine lilane Aura begann ihn zu umgeben. Doch du brachtest mich an diesen Punkt. Die Aura explodierte und hüllte den Raum in Dunkelheit. Als sie verschwand, hatte Darkrai sich verändert. Er war nun ebenfalls lila. Seine Augen leuchteten blutrot. Spüre die Macht, die mir mein Kaiser gab! Der Kampf ging weiter, oder? Tat er dies? Es war kein Kampf mehr. Die Kraft, die Darkrai innewohnte, war etwas, was kein Pokémon je nutzen können sollte. Allein mit der Kraft seiner Gedanken konnte er Speere aus dunkler Magie an den Wänden heraufbeschwören. Mit einer einzigen Handbewegung konnte er jegliche Gravitation außer Acht lassen und mich mit Wucht in sie hineinschleudern. Ich konnte mich nur bewegen, wenn er es mir erlaubte. Bereits nach wenigen Angriffen war ich beinahe am Ende. Darkrai verhöhnte mich. Verstehst du nun? Du hattest nie eine Chance gehabt. Aber weißt du was? Du hast mir so sehr geholfen. Und da du sowieso gleich sterben wirst, warum solltest du dann nicht zumindest noch meine wahre Absicht erfahren? Wenn irgendjemand es verdient, dann ja wohl du. Er wartete nicht einmal auf eine Reaktion. Du kennst ja bestimmt den Unterschied zwischen mystischen und legendären Pokémon. Mystische Pokémon sind legendäre Pokémon, welche kein Teil des Legendenclans sein können. Entweder sind sie als ewiges Kind geboren und können so dem Clan nicht helfen. Andere wurden verbannt oder verbannten sich selbst. Und dies war es, was ich tat. Ich war lange ein Mitglied des Clans und spürte schon lange die nahende Dunkelheit. Als ich ihre wahre Kraft spüren konnte, verließ ich den Clan und verbündete mich mit der Finsternis, mit meinem heutigen Kaiser. Als der Schattendämon diese Welt erreichte, war ich der Erste, der ihn empfing und preiste. Von der ersten Sekunde an war ich ein teurer Anhänger. Er gab mir Macht. Ich half ihm. Doch auch ich konnte diesen jämmerlichen Drachen nicht stoppen. Und sie versiegelte den Dämon. Doch zumindest konnte ich sie zusammen mit ihm verbannen. Seit diesem Tag tue ich alles für die Rückkehr meines Gottes. Und nun ist er hier und er wird alles vernichten. Er wird eine verfluchte Welt regieren, in der die Finsternis ein Heim findet. Und nur diejenigen, die der Dämon erwählt, werden in ihr leben. Und ich werde natürlich zu ihnen gehören. Dies fasste alles zusammen, was ich noch nicht über Darkrai gewusst hatte. Selbst meine Albtraumenergie war sein Geschenk. Sie ist großartig, wie du bereits fühlen solltest. Erneut lachte er. Was er sagte, bedeutete nichts anderes, als dass alle Sklaven nur von ihm manipuliert wurden. Jeder war sein Werkzeug und er war bloß ein Diener.
Ein Diener der Bestie, die Darkrai seinen Kaiser nannte. Die Zeit ist gekommen, Fanda. Es wird Zeit, sich zu verabschieden. Dies wird unser letztes Treffen werden. Vielleicht werde ich manchmal über deine Närrischkeit nachdenken, auf dass wir uns nie wiedersehen. Nach diesen Worten fühlte ich, wie weitere Zacken mich aufspießten und die Welt wurde schwarz. Ich konnte nichts sehen außer Dunkelheit, doch ich spürte eine erdrückende Aura, die sich näherte. Es musste Darkrai sein, der mir endgültig ein Ende setzen wollte. In meinem Schmerz und Wut schloss ich mit meinem Leben ab. All mein Leid war Darkrais Schuld, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Er hatte die ganze Welt verraten. Er machte mich zu dem Feigling, der ich bin. Er zerstörte nicht nur mein Leben, sondern auch das von Fate. Er hatte bereits versucht, sie zu töten. Als ich diese Gedanken hatte, hörte ich eine Stimme sprechen. Sie gehörte nicht Darkrai. Sie gehörte Fate. Fanda, Even, vergebt mir. Ich wusste nicht, dass... Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe versagt. Ich habe euch enttäuscht. Lebt wohl. Es konnte nicht sein. Auch Fate scheiterte. Hatte die Dunkelheit wirklich gewonnen? Und wichtiger, wie ging es ihr? War sie wirklich... Meine Seele fühlte sich an, als würde sie zerbersten. Ich wusste, dass Darkrai gerade dabei war, meinem Leben ein Ende zu setzen. Als ich eine völlig neue Stimme hörte. Es gibt noch Hoffnung. Fühle deinen Zorn. Fühle deinen Schmerz. Spüre, wie der Zorn des Drachen dein Schmerz zu Stärke macht. Du kannst immer noch gewinnen. Im nächsten Moment spürte ich, wie etwas in meinen Adern pochte. Kraft erfüllte meinen ganzen Körper. Gerade als ich die Augen öffnete und zur Seite rollte, schlug Darkrai mit voller Wucht auf die Stelle, an der ich eben noch gelegen hatte. Er wirkte überrascht. Noch am Leben? Warum gibst du nicht einfach auf? Du hast keine Chance gegen... Ruhe! Meine Stimme hallte durch die ganze Höhle. Schockiert beendete Darkrai seinen Hohn. Ich habe genug von deinem Scheiß! Nun endet es! Wieder lachte er kurz. Oh ja, das wird es. Und nun stirb! Er bewegte wieder seine Hand. Ich spürte, wie eine unsichtbare Kraft versuchte, mich zu bewegen. Doch dieses Mal blieb ich standhaft. Darkrai schien es nicht zu verstehen. Er bewegte seine Hand wieder und wieder. Weißt du, weshalb du immer gewonnen hast? Du hast nie fair gekämpft. Du hast andere verraten und für dich schuften lassen. Ohne Betrug kannst du nicht gewinnen. Und ich habe genug davon. Du kannst nun nicht mehr unfair kämpfen. Dir bleibt nur ein fairer Kampf, wenn du überhaupt in der Lage dazu bist. Darkrai schwebte langsam rückwärts mit dem Blick auf mich gerichtet. Wir können über alles reden, oder nicht? Fanda, du würdest doch deinen eigenen Mentor nicht verletzen, oder? Ich würde und ich werde es genießen. Ein letzter Schlag zerfetzte Darkrais komplette Front. Erneut fiel er zu Boden und seine neue Färbung verließ ihn. Es kann nicht sein. Nur eine Sache könnte die Macht meines Kaisers schlagen. Du kannst nicht den Zorn des Drachen beherrschen. Es geht einfach nicht. Da hast du dich anscheinend verschätzt nicht. Es ist zu Ende, Darkrai. Deine Ära endet. Das ist für alle Sklaven, für Metro Village, für die Polizei, für meine Freunde und für mich selbst. Darkrai sprach seine letzten Worte, bevor er hoffentlich auf immer verschwand. Mein Lord, ich habe versagt, aber niemand kann dich aufhalten. Besiegle das Schicksal dieser Welt. Endlich verschwand er. Mein Nemesis war weg. Die Sklaven hatten ihren sogenannten Anführer verloren. Der Zorn des Drachen, was auch immer er genau war, hörte auf zu wirken. Und ich erinnerte mich an Fates Botschaft. Sofort rannte ich zum Kristallsaal, bereit, den Dämon zu bekämpfen. Fates Sicht. Du hast Unrecht. Ich bin kein Dämon. Ich bin kein Pokémon. Ich bin keine Fehlgestalt.
Ich bin ein Virus. Schon bevor die Materie vor mir ein Vulnona formte, welches schwarz wie die Nacht war, erkannte ich diese Worte. Als das Vulnona schließlich geformt war, begannen seine roten Augen zu glühen. Grellrot, so wie immer. Wie kannst du hier sein? Du bist der Schattendämon. Wir haben dich doch schon getötet. Du kannst nicht mehr am Leben sein. Mein Feind lachte bloß über mich. Du bist noch dümmer geworden, seit wir uns zuletzt gesehen haben. In wenigen Sekunden reden hast du 4 ganze Falschaussagen gemacht. Das ist selbst für dich überdurchschnittlich. Erst einmal, ihr habt mich absolut nicht besiegt. Der Typ im Hoodie hat euch den Hintern gerettet. Zweitens, sehe ich für dich tot aus? Ich kann nicht einmal sterben. Drittens, selbst mit der Hilfe von diesem seltsamen Kerl hättet ihr keine Chance gegen mich. Ich hätte euch alle ohne Probleme töten können. Ich wollte, dass ihr gewinnt. Und zwar, weil ich nicht der Dämon bin. Naja, teils schon, aber das verstehst du ohnehin nicht. Er wollte, dass wir gewinnen? Damals, auf Fandas Heimkontinent, wirkte er noch nicht so siegessicher. Warum würde er wollen, dass wir gewinnen? Warum ich das wollen würde? Nenn mir einen Grund, warum ich dir das erklären sollte. Meine Angst vor ihm wuchs weiter. Woher wusstest du? Ich hab das noch nicht einmal laut gesagt. Kannst du etwa meine Gedanken lesen? Ich weiß alles, dies muss dir bewusst sein. Ich weiß alles über jeden. Ich bin alles. Und ich weiß, dass deine Reise nun enden wird. Die Attacken, die er nun für sich nutzte, waren keine normalen Pokémon-Attacken. Er nutzte meist seine finstere Energie, um zu attackieren. Meist konnte ich glücklicherweise ausweichen. Doch leider schienen meine Angriffe überhaupt nichts auszurichten. Wenn sie überhaupt trafen. Doch noch hatte ich Hoffnung. Der Kristall war noch zu sehen, somit hatte SD seine wahre Macht noch nicht entfaltet. Als wir kämpften, sprach der dunkle Kaiser, mit dem ich mir vor kurzem noch bequem ein Zimmer geteilt hatte, weiter. Du wirst die Wahrheit noch verstehen, Fate. Ich bin nicht der Schattendämon persönlich. Erzähl jemand anderem deine Lügen. Ich weiß, was ich tun muss. Und niemand außer dem Dämon könnte die Macht des Kristalls nutzen. Lass mich ausreden, du kleine Pest. Ich bin nur ein Teil des Dämons. Wenn man es genau betrachtet, gibt es 3 Teile, aus denen er besteht. Vor langer Zeit war ich eins. Doch dieser räudige Drache spaltete mich. 2 Drittel der Macht meiner Seele sperrte sie in den Kristall ein. 1 Drittel wurde verbannt. Doch auch meine Hülle beinhaltete 1/4 meiner gesamten Macht. Doch Darkrai, dieser dumme Versager, war zu idiotisch, um mich wahrlich zu beschwören. Meine Hülle und meine Seele wurden getrennt. Seit damals durfte ich keinesfalls erkannt werden. So nutzte ich die Initialien des Namens, den ihr meiner wahren Form gebt. Es war so simpel. Wir hätten es schon so lange verstehen müssen. Es ist natürlich kein wahrer Name, deshalb. Was dachtest du denn, wofür der Name steht? Sehe ich aus wie eine Speicherkarte? Doch nur meine vollständige Form hat die Erlaubnis, sich Schattendämon zu nennen. Ich bin alleine die Seele. Der Großteil meiner Kraft. Ich bin der verfluchte Virus. Also gab es wahrlich noch eine Chance. Durch Darkrais Fehler fehlte es dem verfluchten Virus 1/4 seiner Kraft. Ohne diese wäre er nicht in der Lage, die Welt zu vernichten. Und als wäre das nicht schlimm genug, musstest du Pest dich noch einmischen. Du warst schon immer eine Last. Was habe ich dir denn jetzt getan? Ich habe nur ein einziges Mal gegen dich gekämpft. Ich stand nur meinen Freunden bei. Und deshalb bist du so angepisst? Du erinnerst dich nicht, das ist mir bewusst. Was? Du meinst doch nicht... Ich kenne deine Vergangenheit. Ich weiß alles über sie. Ich weiß alles über deine Zukunft. Ich weiß alles. Zum ersten Mal wich meine Angst Zorn. Erzähl es mir! Ruhig bleiben bitte. Ich sehe keinen Grund, dir deine Vergangenheit zu verheimlichen. Weißt du, ich kam bereits 1 Monat vor meinem Treffen mit Darkrai und Fanda in diese Welt. Ich musste dich damals schon bekämpfen. Und du hast mich in dieser Welt willkommen geheißen.
Naja, das ist vielleicht falsch ausgedrückt. Du hast mich einfach ohne Grund attackiert. Wie unhöflich. Also, wusste ich einst über Estis Wahres sich Bescheid? Ich bekämpfte ihn? Und als ich endlich gewonnen hatte und dich beseitigen wollte, hat dieser lebende Abfall, den du deinen Freund nennst, mich unterbrochen. Dieser Verräter! Ich verstand. Fanda hatte Unrecht gehabt. Dakre hat mich nie angegriffen, auch wenn wir es glaubten. Du warst es? Glückwunsch, du hast etwas verstanden! Warum sollte er das tun? Das ist mein Job! Um diese Drohung zu untermalen, griff er mich erneut an. Erneut konnte ich ausweichen. Ich fühlte, dass ich diesen Kampf gewinnen konnte. Zwar hatte ich ihn noch nicht erwischt, doch er traf mich auch nicht. Vielleicht mit viel Glück würden wenige Treffer für meinen Sieg genügen. Doch meine Ausdauer schwand, also versuchte ich etwas Neues. Lass es doch einfach. Du kannst mich nicht besiegen, siehst du? Wir kämpfen schon seit 20 Minuten. Du kannst mich nicht töten. Ich hatte es bereits erwartet, doch er lachte bloß. Du könntest nicht weiter von einem Sieg entfernt sein. Und danke dafür, dass du mir die Zeit mitgeteilt hast. Die hatte ich schon ganz aus den Augen verloren. Raum und Zeit sind nicht so mein Fall. Deswegen will ich sie auch auslöschen. Aber dann habe ich endlich genug Zeit geschindet. Der Kristall ist bereit. Ich verstand, was er getan hatte. Er hatte absichtlich defensiv gekämpft, so dass der Kristall seine Barriere verlieren würde. Somit würde Estis Macht wachsen und es würde noch schwerer werden zu gewinnen. Ich stand entschlossen zwischen ihm und dem Kristall. Ich lass dich hier nicht durch. Lass mich dir alles erzählen. Alles über dich. Bevor wir das hier beenden. Diese Aktion verwirrte mich immens, doch er schritt einfach fort. Also, wo fange ich an? Erinnerst du dich an den Beginn dieses kleinen Geplänkels? Als ich dir sagte, dass wir bereits einmal in dein Bewusstsein sprachen. Was erzählte ich dir dort? Erinnerung kam hoch. Ich bin du. Ich bin dein Verstand. Ich bin dein inneres Selbst. Du wirst mich nicht erkennen. Du wärst auf der Stelle tot. All dies war ich. Verstehst du es nun? Ehrlich gesagt, verstand ich kein Wort. In Giratinas Namen, wie bist du so dumm? Weißt du, wohin meine Hülle verschwand? Denn ich tue es. Zusammen mit mir wurde eine einzelne verlorene Seele in eine andere Dimension verbannt. Als ich von meiner Hülle getrennt wurde, nutzte dieses Ekel die Gelegenheit und stahl meine Hülle, um zu fliehen und zu leben. Diese verrottete Seele steuert nun meine Hülle und richtet damit nichts als Schaden an. Ich hatte eine Vermutung, was er meinen könnte, doch ich betete dafür, dass es nicht wirklich so war. Hab doch keine Angst. Du hast recht. Du bist ich. Du bist meine Hülle. Du bist mein letztes bisschen Kraft. Fate war nur ein Name, den ich dir gab. Da du das Schicksal dieser Welt in Stein meißeln wirst. Weißt du, warum ich wollte, dass du herkommst? Nun, eigentlich wollte ich dich töten und meine Hülle zurückerhalten, um diese Welt zu zerstören. Doch als ich noch einmal drüber nachdachte, was wäre besser? Ich? Oder zweimal ich? Und wenn du es genau wissen willst, hattest du nie den Hauch einer Chance. Du bist tatsächlich sehr stark geworden. Hätte ich es versucht, hätte ich ganze 7,3 Sekunden benötigt, um dich zu töten. Deshalb sagtest du mir damals in meinem Verstand, ich solle die Finsternis verbreiten? Vergiss es, ich werde dir nie beitreten. Oh, wie falsch du liegst, kleines Mädchen. Ich wollte eigentlich nur, dass du dich von Fanda fernhältst. Nein, meine Dunkelheit ist in dir. Fühlst du hier unergründliche Wut? Hass. Das bin ich. Und bevor Fanda dich damals auf der Lichtung rettete, stellte ich sicher, dass die Finsternis sich in deiner Seele ausbreiten würde.
Sie schwächt deine Seele und stärkt deinen Körper. Bevor ich handeln konnte, hörte ich, wie der Kristall zersplitterte. Ein seltsames Gefühl überkam mich. Der Rest der Kraft des Kristalls war nie für mich angedacht. Ich wollte es dir lassen und deinen inneren Dämon erwecken. Bevor mein Körper sich völlig umformte, schaffte ich einen letzten klaren Gedanken. Thunder, Even, vergebt mir. Ich wusste nicht, dass... Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe versagt. Ich habe euch enttäuscht. Lebt wohl. Thunders Sicht. Als mein Nemesis endlich starb, wusste ich, ich musste mich so schnell wie möglich aufmachen, um den Hauptsaal zu erreichen. Der Dämon musste dort sein. Und irgendetwas war mit Feld geschehen. Wenn ich mich beeilte, könnte ich sie hoffentlich noch retten. Als ich im Kristallsaal ankam, erwartete mich etwas Unerwartetes. Feld stand einfach hier. Sie sah erschöpft aus und atmete laut. Ihr Fell sah merkwürdig aus. Es war irgendwie seltsam. Dunkel. Sie starrte nur an den Ort, an dem eigentlich ein Kristall hätte sein sollen. Entweder bemerkte sie meine Ankunft nicht, oder es interessierte sie nicht. Fate, Liebstes, bei dir alles in Ordnung? Ich machte mir große Sorgen, als sie nicht antwortete. Doch eine Stimme hinter mir tat es. Eine Stimme, die ich jederzeit erkennen konnte, egal wie verzerrt. Sie kann dich nicht hören, Kumpel! Hinter mir stand ein schwarzes Vulnona mit rotglühenden Augen. Wie? Du Missgeburt, wie kannst du hier sein? Ich habe gehofft, du würdest bereits in der Hölle brennen. Sorry, Kumpel, aber so leicht wird man mich nicht los. Immerhin bin ich der Richter dieser Welt. Ich hätte es ahnen sollen, dass du der Dämon bist. Aber ich dachte, dass ein Dämon vermutlich noch sympathischer wäre als du. Du bist unhöflich. Wieso redest du denn so über deinen besten Freund? Wir waren nie Freunde. Was hast du mit Fate gemacht? Oh, keine Sorge, Kumpel. Ich würde nie deine bezaubernde Freundin verletzen. Ich weiß doch, wie sehr du sie magst. Ich habe ihr nur ihre Vergangenheit aufgezeigt. Ohne Warnung umgab mich Dunkelheit. Ich spürte, wie Schmerz meinen ganzen Körper durchzuckte. Im nächsten Moment krachte ich in die Decke, bevor ich auf dem Boden landete und unter Felsen begraben wurde. Sehr schön, ich hatte gehofft, dass du überleben würdest. Aber da du an Darkrai vorbeikommen konntest, ging ich da einfach davon aus. Bevor dein Leben und mit ihm diese Welt verendet, willst du die Wahrheit erfahren? Du weißt nicht einmal, was Wahrheit bedeutet. Auch wenn meine Kräfte wieder schwanden, würde ich nicht nachlassen. Darkrai sagte mir, dass der Zorn des Drachen die Kraft des Schattendämon besiegen könnte. Daher hoffte ich, dass es mich wieder retten würde. Oh doch, das tue ich. Und Fate ebenfalls. Was, wenn ich dir sage, dass wieder einmal dein Vertrauen zu deinem Verhängnis wurde? Endlich drehte sich Fate zu mir. Ihre Augen glühten gelb. Was, wenn ich dir sage, dass deine Freundin von vornherein nichts anderes als mein rebellischer zweiter Teil war? Du lügst. Fate würde mir niemals so etwas verheimlichen. Keine Sorge, Kumpel, das würde sie nicht. Sie wusste es selber bis gerade eben nicht. Doch nun tut sie es. Und hey, sei doch einmal glücklich. Sie wird nicht nur die Zerstörung überleben. Sie wird diese Welt regieren. An meiner Seite natürlich. Ich wollte nicht mehr antworten. Ich hatte nicht mehr die Kraft. Und nicht den Willen. Schau doch nicht so traurig, Kumpel. Du konntest sowieso nicht gewinnen. Aber für deine bescheidenen Möglichkeiten hast du gut gekämpft. Weißt du was? Ich werde dich nicht töten. Ich war nicht überrascht. Ich wusste, dass wieder ein Trick dahinter steckte. Und natürlich behielt ich recht. Ich werde deiner Geliebten die Ehre lassen, es zu beenden.
Ohne ein Wort zu sagen, begann Feld eine Energie zu sammeln. Hierbei leuchtete sie grell. Anders als die Zukunft dieser Welt. Das war es also, wie es enden sollte. Die Liebe meines Lebens würde mein Ende werden. Die Welt, die ich retten wollte, zerstört. Fast jeder, der mir etwas bedeutete, tot. Ein letztes Lächeln und der Strahl wurde geschossen.